Dank unserer Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Hier ist das Holoband, Proktor. Ich hoffe, die Daten auf dem Ding waren es wert. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen würde. Du hattest nicht erwartet, dass ich das überlebe? Ein Gerät wie der Signalfänger geht weit über meinen Horizont hinaus. Ich hatte gehofft, dass du es schaffst, aber es fällt mir schwer, auf Technologie zu vertrauen, die ich nicht verstehe. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe... Ich bringe das Holoband zu Proctor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Was hoffst du darauf zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden wir sehen, was wir hier haben. Wer weiß, was wir da von ihrem Hauptrechner geholt haben. In der Zwischenzeit solltest du deine Aufgabe erfüllen, Dr. Lee zu rekrutieren. Wenn ich mich nicht irre, hat dir ältester Maxon alle nötigen Einzelheiten erklärt. Viel Glück, Ritter. Dr. Ingram. Ich bin gerade beschäftigt, Ritter. Und du musst eine Mission für ältester Maxon erledigen. Du solltest wieder an die Arbeit gehen. Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde, aber wir werden es schaffen. Positionskorrektur wird aufrechterhalten. Schubtriebwerke stabil. Kalibrierungstest für Kommunikationsarray erfolgreich. Alle Bänder im normalen Bereich. Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee zu uns zurückkehren wird. Was glauben Sie, wie kooperativ wird sie sein? Wird man ihr etwas antun, wenn sie nicht kooperiert? Auf gar keinen Fall. Wir haben große Pläne mit Dr. Lee. Einschließlich des Neustarts, einer ihrer größten Schöpfungen.
Die goldene Gans zu töten, ist sicher das Letzte, was wir tun werden. Sobald Dr. Lee eintrifft, werden wir sie auf der Pritwen verhören. Sie stand 10 Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, und jetzt zu anderen Dingen. Dank Ihrer erfolgreichen Aufklärung ist es jetzt an der Zeit, die nächste Phase der Operation zu starten. Ich möchte, dass Sie sich bei Proctor Ingram auf dem Flughafen melden. Sie arbeitet an einem Spezialprojekt, bei dem Ihre Fähigkeiten gefragt sind. Wieder einmal wissen Sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Andocksysteme und Fusionskühlmittelzufuhr der Vertibirds melden grün. Ältester Maxon? Bitte helfen Sie Proctor Ingram auch weiterhin, wo immer es möglich ist. Mit Liberty Prime steht und fällt unsere Operation. Sie sollten Ingrams Befehle daher exakt befolgen. Achtung! Die morgige taktische Besprechung wurde verschoben. Der neue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Keine Sorge. Man gewöhnt sich daran, unter riesigen Containern mit leicht entzündlichem Gas zu schlafen. Diese Rekruten machen mir Sorgen. Zu jung, zu unerfahren. Schön, wenn man sich auf jemanden verlassen kann, oder? Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen typischen Ozongeruch. Dr. Lee? Oh Mann, wenn ich noch einmal zu spät zum Appell komme, lässt mich Captain Kells 100 Liegestütze machen. Wenn du Sims begegnest, leg sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Das tragische Gefühle?
Ad Victoriam, Bruder. Knappen auf einem Kriegsschiff gefallen mir nicht. Aber Maxen glaubt, dass sie im Kampf trainieren sollten. Entschuldigung? Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens, Bruder. Dr. Lee. Gute Arbeit, Dr. Lee wieder zurück zu uns zu bringen. Also, brauchst du was? Lass mal sehen. Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen.
Du bist also der neue Ritter, von dem ich gehört habe. Schön, dich bei uns zu haben. Hey. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Achtung! Aufgrund zunehmender Raider-Aktivitäten werden aktuell sämtliche Anträge auf Beurlaubung außerhalb der Basis abgelehnt. Betroffene Parteien erhalten ihre Urlaubstage zur nächstmöglichen Gelegenheit. Das wäre alles. Ich sollte hier wirklich mal meine Rüstung anpassen lassen. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Prytwen abschaben. Von außen. Was? Ich habe diese Blechbüchse nie gemacht. Klar, die Prytwen ist ein gutes Schiff, aber ich bin lieber im Einsatz. Neues zu melden, Ritter. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Pass auf, wo du hintrittst, Bruder.